Na gut. Ein Haus mehr erledigt, dann geben wir mal das Blaue rein. Das Blaue scheint wirklich Wachhäuser zu sein. Da bin ich nicht so erpicht drauf, denn es sind meistens mehrere Wachen. Was haben wir hier? Ein Spieler. Um runde Tische sitzen einige Frauen und Männer und versuchen ihr Glück beim Würfeln. Das Ganze, das Etablissement, riecht geradezu nach Betrügen und Falschspielereien. Na, Spielchen gefällig? Ha. Wir könnten doch einfach Gwendolyn hier einschmuggeln und etwas Geld verdienen. Betrügt ihr doch selbst, Lumpengesicht. Falschspieler, ich soll ein Falschspieler sein. Dafür werdet ihr euch entschuldigen. So wahr ich Gerol Lafkis irgendwas heiße. Hm. Nee, ich denke nicht. Ich denke, wir verprügeln dich und all deine Kumpanen. Auch wenn es gerade ein wenig unübersichtlich ist, wer jetzt zu wem gehört. Aber anscheinend haben wir 4 Piraten und einen Streuner. So, du hältst dich erstmal raus. Du haust den. So, Tirik, du fängst den ab. Wo stehst du? Du stehst da. Dann bleib doch mal da stehen und schieß. Oh, du hast wieder die falsche Waffe in der Hand. Jupp. So. Und guck mal, was der Computerkampf so alles anstellt. Diesmal ist Talana gar nicht so falsch gelaufen. Und Derek hat gerade für 17 Trefferpunkte getroffen. Gerogon gleich hinterher für 10. Oh ja, doch, die Nahkämpfer mausern sich richtig gut. Und wenn wir jetzt Gwendolyn noch Gift benutzen lassen würden, dann würde sie wahrscheinlich genauso gut austeilen, wenn nicht noch besser. Aber Gift ist hier noch ein bisschen übertrieben stark. Damit können wir im zweiten Teil vielleicht mal ein wenig experimentieren. Weil es wäre doch ein wenig langweilig, wenn man jeden Gegner mit einem Schlag umbringen könnte. So, den letzten Fallspieler umbringen und dann noch den Streuner mit der großen Klappe. Und dann dürfen wir gleich wieder den Elfen die Waffe in die Hand drücken. Och, Talana, mach doch mal Tirik Platz. Abwarten, abwarten, abwarten. So, und du gehst da einfach weg. So, du gehst darum. Jetzt können wir weiterlaufen lassen. Keine Magie. Rauf da. Hättest ruhig dem Zwerg den Vortritt lassen können. Aber na gut, die schaffen das auch. Prügeln die Elfen halt mit bloßen Fäusten auf den einen. Was haben wir hier? Das Übliche. Und Goldschmuck. Das kommt aber mit. Sonst nix. 18 Abenteuerpunkte und jede Menge Bier, Wein und Schnapsflaschen. Wollen wir aber auch nicht. So, da waren wir schon. Es fehlen nur noch 2 Gebäude. Dann nehmen wir doch mal das hier. Ein alter Mann. In der kleinen Hütte sitzt ein alter Mann an einem Schreibtisch und vergleicht gerade eine grobe Skizze mit einer Landkarte. Als sie hereinkommt, blickt er die Skizze mit dem Oberkörper ab und fragt, was sucht ihr hier? Ha, er versteckt die Skizze sofort. Das könnte was Wichtiges sein. Also ich denke nicht unbedingt eine Karte von Hügelig. Die sind doch recht selten. Aber vielleicht irgendeine andere Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Habt ihr zufällig eine? Ohne Bescheinigung darf ich euch nichts geben. Nicht mal meinen Rat. Also seid so gut und besorgt euch erst eine, bevor ihr wiederkommt. Ha, haben wir irgendwo einen Zettel gefunden? Wir können jetzt leider nicht ins Inventar. Können wir das denn nicht unter uns regeln? Wir haben da jede Menge Bestechungsdukaten, die wir deinen Kumpels abgenommen haben. Das hättet ihr nicht sagen sollen. Seid froh, wenn ich euch nur herauswerfe und nicht die Wachen rufe. Schade, schade. Aber ich guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht im Haus des Piratenhauptmanns irgendwas gefunden haben. Ein Dokument. Was warst du? Das war die Einhorn-Notiz. Hier sind die Lobpreisungen aus dem Tempel des Namenlosen. Nee, das sollten wir nicht unbedingt lesen. Eine Schriftrolle, die benutzt werden kann.
die Mitgliederliste, auch aus dem Tempel. Ein Buch, das waren die Witze. Nee, leider nicht. Na gut, dann treten wir noch ein wenig ruppiger auf. Eine Schatzkarte hätten wir gerne und beleidigen ihn als bürokratischen Esel. Aber nee, er will keinen Streit, er will nicht mal die Wachen rufen, er schubst uns einfach nur immer wieder vor die Tür. Na, soll uns auch recht sein, wir müssen ja nicht jeden verprügeln. Dann gehen wir mal in das letzte Haus und das Poter. Dann hätten wir dieses ganze Nest ausgeräuchert. Der Schmied, oh, da könnte noch eine nette Waffe sein. Ein muskelbepackter Mann hämmert monoton auf ein Stück Eisen ein und unterbricht seine Tätigkeit auch dann nicht, als sie die Werkstatt betretet. Erst auf mehrmaliges Ansprechen reagiert er mit einem sonoren Hm? Ja, wenn man den ganzen Tag in der Schmiede arbeitet, dann geht das Gehör doch ein wenig flöten. Darf man fragen, was ihr da fertigt? Hm. Oh Götter. Raus! Das probieren wir gleich nochmal. Was fertigt ihr da? Hm. Du meine Güte, ein Kretin. Okay, jetzt nochmal ganz ruppig. Sollen wir euch die Umgangsmanieren beibringen? Arg. Okay, also wir konnten ihn provozieren. Aber ja, sind alles nur Piraten. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. So, du dahin. Aber du... Gehst mal dahin. Und die Langbögen in die Hand. Zack. Oh, wir sollten uns vielleicht ein wenig beeilen. Nicht, dass jetzt doch noch irgendwelche Leute hier kommen. Geh mal dahin. Du bitte auch die Waffe wechseln. So. Du... Gehst einfach weg. Jetzt geht Derek dahin, greift ihn von der Seite an, Gerogon dann von hinten und die Elfen auch von der Seite. Besser geht das gar nicht. Alte Option. So, du hältst die Füße still, du schießt ihm in den Rücken. Komm schon, ein, zwei schnelle Treffer, damit keine Wachen kommen. Auch wenn ja eigentlich keine Wachen mehr da sein dürften. Oh, er flieht. Er flieht richtig schnell. Das ist ja auch skurril. Ja, lauter Sachen, die wir nicht brauchen und 6 Abenteuerpunkte. Was haben wir hier? Wir haben einen Kriegsbeil, einen Schleifstein und einen Topfhelm. Ich nehme mal den Kriegsbeil und den Topfhelm mit. Und den gucken wir uns gleich mal an. Kriegsbeil sieht ein wenig klein aus. Und wo ist der Topfhelm? Da. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Ode Makanum. Auf. Topfhelm. Topfhelm ist nicht magisch. Ist der Topfhelm denn besser als so ein normaler Helm? Rüstungsschutz 9. Nö, ist schlechter. Du, Gegenstand wegwerfen, ja. Vielleicht dann das Kriegsbeil. Zaubersprechen. Hellsicht. Misslung. Zaubersprechen. Hellsicht. Auf mehr Kriegsbeil. Das Kriegsbeil ist nicht magisch. Ha. Was denn? Doch recht einfacher Schmied gewesen. So. Ich glaube, wir waren jetzt in jedem Haus. Oh, ein Pirat. Als die Tür öffnet, ist in der Kneipe gerade eine wüste Schlägerei im Gange. Stühle und Tische fliegen durch die Luft und mittendrin ein hektischer Wirt, der versucht zu retten, was zu retten ist. Einige Sekunden könnt ihr euch unbemerkt am Eingang aufhalten, bis euch einer der Männer vor die Füße fällt und euch bemerkt. Was steht ihr da so rum? Brüllt euch an. Die Säbel heben. Die Säbel haben uns überfallen? Oh, die Säbel sind wohl die Feinde von den Sicheln. Na und?
Der Mann starrt euch ungläubig an. Dann brüllt er: Verräter! Schlagartig wird es im Raum still und einige Dutzend mehr oder minder beschädigte Gesichter wenden sich euch zu. Huha. Hallo? Da müssen wir jetzt ganz schnell ein paar Piraten abfangen. Also kämpfen jetzt die Säbel und die Sichel zusammen gegen uns. Ist ja auch nicht schlecht. Dann schmeißen wir doch gleich mal einen Formictus. Das sind echt tierisch viele. So, du läufst einfach mal mitten rein da. So, hast du eine freie Schussbahn? Ja, auf Gerugon. Das ist nicht so gut. Geh mal dahin und zauber von hier. Auch ein Fulminictus auf den da. Auch wenn ich jetzt schon die Übersicht verliere, wer wie viel Schaden genommen hat. So, und du stellst einfach mal dahin. Und versuchst auch so 3, 4 an dich zu binden. Oh, weia, 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 weia. Du dahin. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf den da. Maximal 5. So. Du zauberst gleich wieder. Und dann könnten wir auch die Zaubertränke auspacken. Gerade bei so einer riesigen Gruppe würde sich das auch fast lohnen. So, du schmeißt jetzt mal noch ein Ignifaxius, aber nur auf 3. Okay, hätten wir vielleicht doch ein bisschen höher machen können. Aber ich wollte halt nicht zu viel Astralenergie verbrauchen, denn es klingelt bei mir noch so im Kopf, dass wenn man Astralenergie verbraucht, die man eigentlich nicht hat, man stattdessen Lebensenergie verwenden muss. Und das könnte doch schon arg in die Hose gehen. So, du machst einen Schritt zurück. Und schießt nicht auf Derek, sondern auf den da. Ja, definitiv Zaubertränke. Sonst wird das hier ewig dauern. Also, Talana-Zaubertränke. Die Elfen können ja immer noch schön schießen. Und machen immer noch 6 bis 10 Trefferpunkte Schaden. Komm schon, gib mir Talana. So. Gerugon und Tirik haben jeweils 4 um sich rum. Gwendolyn 2 und eine der Elfen 1. Das ist nicht so gut. Kampf. Fulmen irgendwo da in den Haufen. So, Gegenstand wechseln. Wir hätten gerne einen Zaubertrank stark. Nein, nicht wegwerfen. Oh, haben wir ihn schon in der Hand? Ah. Ich verwechsel immer, was ich in der Hand habe und was nicht. Ich glaube, wir haben den goldenen Schild in der Hand. Also, Gegenstand wechseln. Ja, richtig. Durch welchen Gegenstand sollte Lana den goldenen Schild ersetzen? Durch einen Zaubertrank stark. Den benutzen wir auch gleich. So, du machst wieder einen Schritt zurück. Komm schon, einer muss doch langsam mal umkippen. Also, spätestens jetzt wird einer umkippen. Kampf, Ignifaxius, 5. Wusch. So, nee, du haust nicht auf... Okay, hau doch auf den. Auch wenn der gleich auch eh umfallen wird. Du hast... Ah doch, du kannst auf den hinter Gerugon schießen. Ich probiere mal jetzt Computerkampf mit Magie an und hoffe einfach mal, dass Talana von sich aus Ignifaxius oder Fulminictus schmeißt und nicht irgendwas Affiges wie Plumbumbarum oder Horiphobus. Oh, sehr schön. Oder sie geht einfach irgendwo hin und zaubert gar nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte das dafür gibt. Und ja, sie zaubert einen bösen Blick. Und einen Fulminictus. Aber irgendwie kommt davon nichts an. Und es kommt auch keine Meldung, dass sie den Zauber nicht sprechen kann. Es kommt einfach so eine komische weiße Nachricht. Also ja, das sollten wir nicht nochmal wiederholen.
Solange Talana Astralenergie hat, sollten wir auch manuell einstellen, was sie spricht. Oder auch nicht. Das heißt, sie hat wirklich eben gerade zweimal den Zauber misslungen. Das ist ja auch skurril. Aber na gut. Langsam lichten sich hier die Gestalten. Wie viele haben wir noch? Wir haben 1, 2, 3 Streuner und 4 Piraten. Und die Elfen prügeln wieder im Nahkampf. Aber ich denke mal, es wird trotzdem so schneller gehen. Also Gerogon und Tirik werden die meiste Arbeit leisten. Die Elfen würden zwar auch gut Schaden machen, aber allein das Rumscrollen in dem Menü dauert schon zu lange. Ich denke mal, so ist das ein bisschen effektiver. Und selber bekommen wir fast gar keinen Schaden rein. Also selbst Talana, Gwendolyn und die Elfen haben fast keinen Kratzer. Kaum habe ich es gesagt, kriegt sie einen auf den Deckel. Aber gut, das waren nur 3 Trefferpunkte. 4 Trefferpunkte. 1 Trefferpunkt. 10 Trefferpunkte. Ja, doch. Wir sollten mal wieder manuell machen. Einen Schritt zurückgehen. Waffe wechseln. So, sieht doch gleich viel besser aus. Du läufst einfach mal weg. Ich hoffe jetzt mal, dass es keine Verstärkung gibt. Weil bei so vielen Gegnern wäre Verstärkung doch ganz schön übertrieben. Oh, warum hat den Bogen schon in der Hand? Wie jetzt? Waffe wechseln. Mürm hat leider keine Waffe im Gepäck. Ist der Bogen gebrochen? Das wäre jetzt doof. Na gut, Gegenstand wechseln. Durch welchen Gegenstand soll Mürm den Langbogen ersetzen? Mürm hat den Langbogen in die linke Hand genommen? Warum denn das? Na gut, nimm den Zaubertrank in die Hand, wechsle jetzt die Waffe zum Langbogen und warte ab. Was für ein Chaos. So, du gehst um den Streuner rum. Der flieht, sehr schön. So, du gehst mal dahin. Haust den an. So, sieht doch gleich viel besser aus. Also ja, Computerkampf ist schon praktisch, weil die Runden schnell vorbeigehen. Aber wenn man ein wenig taktisch arbeitet, bringt das gleich viel, viel mehr. So, abwarten. Pirat trifft einen Pirat für 6. Ah, auch nicht schlecht. Und Gerogon trifft schon wieder für 13. Oh ja. Der Zweihänder macht sich wirklich gut. Hat keine Pfeile in der linken Hand. Ah, Gegenstand wechseln. Wir hätten gerne Pfeile. Danke. Also ja, Gerogon macht sich sehr gut. Und obwohl er jetzt kein Schild mehr hat und obwohl er wesentlich schlechtere Parade hat, hat er kaum Schaden bisher bekommen. Weil er halt so eine schwere Rüstung trägt. Und die wird später ja noch schwerer, sobald er den Schuppenpanzer trägt. Abwarten. So, wagen wir jetzt mal kurz den Computerkampf. Solange die Elfen noch schießen können. Der Fortirik müsste eigentlich auch langsam mal sich verabschieden. Genau, dann machen wir den Computerkampf gleich wieder aus. Du schießt den an. Du machst nix. Du haust den. Du stellst dich mal so hin, dass du nicht im Weg stehst. Du haust den. Jetzt würde ich auch ganz gerne Mürren ein wenig nach links steuern, damit sie hier auf den da schießt. Und den kann Yallan sich gleich schräg neben sie stellen. Und dann dürfte die Computerkampf bis zum Ende durchlaufen lassen können. Abgesehen von Talana, die ich vielleicht noch etwas weiter hätte wegbewegen sollen. Aber naja, hilft nichts. So, du stellst dich dahin. Computerkampf, keine Magie. Mann, 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 das war zäh. Also nicht wirklich gefährlich oder schwer oder sonst was. Aber es waren einfach nur irre, irre viele. So, nur noch ein Streuner. Und ich hoffe mal, das gibt schöne Erfahrungspunkte. So, was haben wir da? Jede Menge Waffen.
Goldschmuck. 1, 2, 3, 4 mal Goldschmuck. Und 36 Abenteuerpunkte. Das war der Piratenkönig. Also jedenfalls dieselbe Kneipe. Und raus hier. Ja, anscheinend haben wir doch noch nicht alles hier gemacht. Oder diese Kneipen füllen sich mit der Zeit immer wieder mit Piraten. Das könnte natürlich auch sein. So oder so bin ich dafür, wir kehren nochmal kurz nach Warnheim zurück. Schlafen dann wieder 4, 5, 6 Tage. Und machen dann eine letzte Runde durch das Potar. Weil jetzt wäre es doch ein bisschen brenzlig geworden. Und zum einen denke ich mal, die Pfeile werden knapp. Genau, sie kämpft schon mit ihrer Sichel. Also müssen unbedingt gleich Pfeile kaufen. Und warum vertauschst du das immer? Komische Elfe. Also ja, Pfeile kaufen, schlafen und dann machen wir den Rest. So, du bist jetzt LP 69 und wir sehen uns gleich wieder.